Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch, wie angekündigt, meine Januar-Favoriten und würde sagen, nicht lang schnacken, sondern loslegen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das erste Produkt, was ich euch zeige, habe ich sehr viel im Januar getragen. Und das ist auch ein Produkt, mit dem ich fast nicht aus dem Haus gehe, es sei denn, ich bin mal überhaupt nicht geschminkt. Aber ich bin sehr geprägt von starken Augenringen. Deswegen darf bei mir nie ein Concealer fehlen. Und das ist bei mir der MAC Mineralize Concealer in der Farbe NW25. Und was ich an dem sehr schätze, ist, dass der sehr feuchtigkeitsspendend ist, denn ich bin super sensibel, was die Augenpartie hier unten angeht. Wenn ein Concealer also nicht genug Feuchtigkeit hat, dann bekomme ich mega doll die kleinen trockenen Stellen unterm Auge und das sieht natürlich nachher im Anschluss nicht schön aus, wenn man sich schminkt. Und das macht er sehr gut. Von der Deckkraft finde ich ihn auch super. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass der Concealer nicht wirklich in meine kleinen Lachfältchen sich absetzt. Das macht er schon, zwar nicht so stark wie manch andere, aber das stört mich nicht allzu sehr und kann diesen MAC Concealer wirklich nur empfehlen. Ich habe zwar nicht viele Produkte, aber das war eine richtig gute Investition und deswegen bin ich ganz froh. Man kann, glaube ich, auch gut erkennen, dass ich den echt schon gut aufgebraucht und ich werde mir mit Sicherheit wieder einen von MAC kaufen und deswegen absolut empfehlenswert und Top-Favorit. Ja, das nächste Schmuckstück, was ich euch zeige, ist ein absoluter Top-Favorit aus dem Januar. Und das ist eine Palette, die, glaube ich, die ganze Frauenwelt anhimmelt, beziehungsweise alle wollen sie haben, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich habe sie letztes Jahr von meinem Freund geschenkt gekriegt, das war absolut spontan. Also ich hatte wirklich 0,000% Ahnung und war stolz wie Oscar, als ich sie in den Händen hielt. Und zwar spreche ich von der Urban Decay Naked Palette. Das ist jetzt die erste. Das ist die mit diesem braunen Samtüberzug und diesen goldenen Naked Buchstaben. Ich denke mal, viele von euch haben die hier auf YouTube schon gesehen oder besitzen sie selber. Was ich ganz toll an der Palette finde, ist, dass sie sehr viele warme Erdtöne enthält, was ich persönlich am liebsten am Auge trage, weil es halt auch sehr gut im Alltag einzusetzen ist. Und meine absoluten Lieblingsfarben waren, wartet, ich muss mal gucken, ich sehe das sonst im Display nicht, einmal die Farbe Naked, ganz toll auch zum Verblenden. Dann ist es einmal Bug, was ich sehr gerne auch solo auf dem Auge trage und dann einfach nur mit einem Lidstrich. Oder auch die Farbe Toasted. Also ich habe natürlich alle Farben logischerweise schon mal ausprobiert. Ich liebe sie alle. Sie sind sehr, sehr, sehr gut pigmentiert, muss ich sagen. Man kann sie super schichten und das Verblenden ist wirklich ein Klacks. Also es funktioniert einwandfrei. Und Sin und Virgin sind so schöne kleine Highlight-Effekte da drin. Und deswegen, also die Palette ist wirklich ein Traum. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft euch diese Paletten. Ich glaube, es gibt ja jetzt schon, nee, ich glaube es nicht, ich weiß, das sind 3 Stück. Und ich denke, irgendwann werden 2 und 3 auch noch ihren Platz bei mir in der Sammlung finden. Aber die 1 ist auch schon top und ein wirklich Favorit schlechthin. Den meistgetragenen Blush, den ich im Januar benutzt habe, ist einer von Catrice. Und zwar ist das dieser hier. Das ist die 070 Pinkerbell. Und ich habe ja meine Liebe für die Catrice Blushes entdeckt letztes Jahr. Und habe mittlerweile, glaube ich, schon 4 oder 5 Stück. Und dieses Pink ist super schön pigmentiert, so wie alle Blushes, wie ich finde. Also man darf da nicht zu doll mit dem Pinsel reinhauen und dann auf die Wange klatschen. Was ich hier schön finde, der ist, wenn man wenig Produkt benutzt, so leicht zart rosé. Und wenn man ein bisschen kräftiger reingeht mit dem Pinsel und den gut verblendet in die Haut, ist er wirklich schön pink. Wie so kleine Apfelbäckchen, wenn man von draußen nach drin kommt. Was mir sehr, sehr gut gefällt, weil es ein so einen natürlichen Look auch hat. Und ich finde auch gerade so, wenn man Natur-Make-up drauf hat, also sehr natürliches eher gesagt, denn diese kleinen Rosé-Bäckchen, also ich finde das ganz, ganz toll und deswegen habe ich den unglaublich viel benutzt. Und dann habe ich eine Lippenpflege für mich entdeckt und davon haben ja auch viele geschwärmt. Ich habe viele Bilder auf Instagram gesehen davon. Und zwar spreche ich von der Lip Butter von Labello mit Vanilla und Macadamia. Die gibt es auch mit Raspberry Rose, die mag ich im Gegensatz hierzu überhaupt nicht, weil ich finde, die hat so einen mega, wie soll ich sagen, so einen medizinischen Geschmack. Ich kann euch das nicht beschreiben. Und ich bedauere das hier bei dem schon so ein bisschen, weil es gibt die ja nicht mehr. Der hat nämlich schon sein Fännchen erreicht. Daran kann man, glaube ich, gut erkennen, dass ich das sehr, sehr gerne benutze. Was viele mir geschrieben haben, ist, dass es irgendwie ein Dupe geben soll von Nivea, aber auch halt nur online. Und da möchte ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Vielleicht ist da ja was mit dabei, dass ich da mal gucken kann und vergleiche. Aber das war ein definitiver Favorit, gibt es ja leider nicht mehr, aber ich habe ja noch ein bisschen was davon. Das nächste Produkt, was ich euch zeige, ist ein absoluter Favorit im Januar wie auch in den anderen Monaten. Und zwar ist das der Pinsel von MAC. Das ist der 217 Blending Brush und ich liebe diesen Pinsel. Es ist wirklich göttlich, wie einfach das geht, wirklich damit zu verblenden. Ich habe damals immer nicht verstanden, wenn alle gesagt haben, ihr braucht diesen Pinsel. Das ist der Blending-Pinsel schlechthin. Und irgendwann bin ich dem Hype verfallen und habe gedacht, okay, ich probiere es einfach mal aus. Und ich muss wirklich sagen, das wäre ein Pinsel, den würde ich mir auch für das Geld ein zweites Mal
mal kaufen, weil ich glaube, die Dinger kosten, ich glaube, 28, 25 Euro oder so, was schon ein gutes Stück Preis ist für so ein kleines Ding. Aber es lohnt sich jeden Cent und es vereinfacht so viele Sachen beim Schminken. Und deswegen, ja, absoluter Favorit. Hallo ihr Lieben, hier ist die Mama, ich muss schnell was rausholen. Entschuldigung. Dann habe ich einen absoluten Favoriten, den ich auch so doll liebe und jeden Tag verwende, weil ich so oder so so eine kleine Glow-Fee bin. Ich finde, es kann nie genug Glow im Gesicht sein, gerade was auch Highlighter angeht. Natürlich nicht im übertriebenen Sinne, dass man überhighlightet, aber halt dieser Glow-Effekt ist ein tolles Ding. Und deswegen ist meine absolute Nummer 1 der Mary Luminizer von The Balm. Hier sind drin 8,5 Gramm und ich glaube, ich werde noch sehr, sehr lange was davon haben. Ich denke, viele von euch werden ihn schon oft gesehen haben in den Videos. Auch ich musste ihn mir damals kaufen und habe gedacht, oh mein Gott, habe ich das gut gemacht. Der kostet um und bei 16 Euro, den habe ich bestellt bei Cosmetic for Less. Allgemein auch zu der Naked Palette und andere Produkte, die ich finde. Ich werde die Links unten in die Infobox reinsetzen, falls ihr Interesse habt und mal stöbern wollt. Der hat definitiv einen super schönen Goldschimmer, was ich sehr, sehr schön finde. Der ist ganz pudrig, ganz weich und gerade wenn die Sonne rauf scheint, das ist so unglaublich schön, dass man immer und immer wieder sich im Spiegel angucken möchte, weil es so schön glitzert. Was heißt glitzert? Er schimmert einfach nur so schön. Und deswegen wirklich fast täglich in Gebrauch gehabt. So, das nächste Produkt habe ich eigentlich eher zufällig wiedergefunden in meinem ganzen Chaos, als ich aufgeräumt habe. Und zwar ist es von Modell CO oder Co., ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, ein Lipgloss und Lippenstift in einem. Ich denke mal, viele von euch wissen jetzt nicht ganz genau, was das für eine Marke ist. Ich kenne sie auch nur durch die Glossy Box und durch die Pink Box, weil da öfters nochmal solche Produkte drin sind. Hier oben ist einmal so ein nudiger brauner Lippenstift drin, den ich eher selten benutze oder fast gar nicht, besser gesagt. Und hier oben, um den geht es mir, war ein absoluter Favorit. Also ich habe ihn fast täglich benutzt. Ich finde es ein bisschen unhandlich. Also für mich wäre es schöner gewesen, wenn ich nur den Lipgloss gehabt hätte. Aber der hat eine wunderschöne, weiche Konsistenz. Das ist so ein Peachy, da sind ganz viele kleine Schimmerpartikel drin und ich habe den auch heute gerade wieder drauf, weil das schmeckt auch so lecker. Also irgendwie total süß. Also ich liebe das Teil einfach und bin ganz froh, dass ich mal meine Schminkecke wieder aufgeräumt habe und den hier gefunden habe. Im Januar natürlich fast täglich getragen ist eine Mascara und die habe ich euch schon mal in meinen Drogeriefavoriten gezeigt und ist auch im Januar wieder und wieder meine Lieblingsmascara gewesen und zwar die von L'Oreal. Das ist die Volume Million Lashes Mascara Excess. Und ich brauche, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe euch schon davon vorgeschwärmt. Die macht unglaublich tolles Ergebnis an den Wimpern. Die ist mega stark pigmentiert, wie ich finde, wenn man das so sagen kann bei Mascaras. Ich weiß es gerade nicht. Die hat ein Gummibürstchen und es funktioniert einfach einwandfrei. Also die verklumpt nicht, die krümelt nicht, die bleibt da, wo sie ist. Und selbst beim Abschminken bröselt nichts runter und man sieht aus wie so ein Panda um die Augen. Also finde ich super klasse. Die kostet knapp 12 Euro oder so und ist für mich die allerbeste Drogerie-Mascara, die es gibt. Ja, der häufigste Nagellack, den ich getragen habe, ist auch wieder etwas, was ihr mit Sicherheit kennt, wenn ihr meine Videos länger guckt. Und zwar ist es dieser wunderschöne, bärige Ton hier von Kiko, die 243. Und ich glaube, das ist echt Premiere, denn ich habe es noch nie geschafft, in so kurzer Zeit einen Nagellack bis fast zur Hälfte aufzubrauchen, weil ich ihn wirklich November, Dezember, Januar eigentlich fast täglich trage und dass ich überhaupt bei so vielen Nagellacken, die ich besitze, was total untypisch für mich ist, weil ich es gerne mag, jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen anderen Lack zu benutzen, immer wieder meinen alten abgemacht habe von Kiko und den wieder neu raufgemacht habe. Von dem Preis her, ich glaube, die kosten 4,90 oder so, kann man wirklich nicht meckern. Ich mag die Konsistenz davon, der lässt sich super schön auf dem Nagel auftragen und der trocknet auch relativ schnell. Ich mache ja so oder so beim Topcoat drüber. Und deswegen kann ich nur empfehlen, ich liebe die Kiko-Nagel. Noch ein Favorit von Catrice ist eine Camouflage und zwar ist das die Camouflage Cream. Das ist bei mir die Farbe 020 Light Beige. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt viele Unterschiede gibt oder halt nur noch eine andere. Aber was ich wirklich ganz toll an der hier finde, ich bin eigentlich nicht so ein Camouflage-Fan. Ich hatte mal eine von Alverde, die war sehr, sehr hell. Aber ich benutze das eher mehr so, um rote Stellen oder so Pickelchen oder Pickelmale abzudecken. Oder wenn ein frischer Pickel da ist, schmiere ich mir sogar abends ein bisschen dick diese Camouflage auf diesen Pickel rauf und schlafe damit. Und das ist so austrocknend, dass nächsten Tag dieser Pickel einfach verschwindet oder wieder zurückgeht.
Und das ist mehr so mein Gebrauch für diese Camouflage. Ich würde die jetzt zum Beispiel nie unter mein Auge machen, weil sie halt so extrem austrocknend ist. Und die hat gekostet, glaube ich, 2 Euro oder 3 Euro. Und die wird mir noch sehr, sehr lange erhalten bleiben, weil da sind drin 3 Gramm und man geht ja immer nur punktuell da rein. Oh mein Gott, ich habe eine mega, mega, mega tolle Augenpflege für mich entdeckt. Ich habe ja sonst immer die Clinique All About Eyes Rich benutzt. Damals noch die All About Eyes, die normale. Aber gerade im Winter, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man eine ganz tolle Pflege hat im Gesicht oder halt auch unter den Augen, weil die kalte Jahreszeit halt dazu sehr neigt, uns im Gesicht wirklich trockene Stellen zu verpassen. Und die Clinique All About Eyes Rich war mir einfach, obwohl sie schon reichhaltig ja sein soll, nicht genug. Ich hatte, wie gesagt, hier unten bin ich ja sehr empfindlich und irgendwie trotzdem trockene Stellen gekriegt. Und dann brennt das ja auch immer, weil die Haut ja auch nochmals dünner ist als schon die andere Haut. Und da habe ich für mich entdeckt von Biotherm die Skin Eyes. Und hier steht hinten drauf, das ist eine Anti-Müdigkeits-Augenpflege gegen Augenschatten, Tränensäcken, hängende Augenlider. Ein Tröpfchen einfach auf die Augenpartie und dann einklopfen. Und ohne Witz, ich schwöre euch, ich hatte hier so eine extrem große Stelle auch, die wirklich sehr, sehr brannte. Und da mochte ich dann auch schon keinen Concealer mehr drauf machen, weil es sieht ja auch blöd aus, wenn man das schminkt. Und naja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe diese Creme darauf gemacht, auch wirklich nur ganz wenig. Und nach 4 Tagen war das komplett okay, sagen wir 5 Tage. Aber es war komplett verschwunden. Nur noch ganz, ganz kleine Restchen. Und bis jetzt ist halt alles wieder komplett in Ordnung. Und ich benutze nur noch die. Und die ist sogar noch günstiger als die Clinique. Und ich werde auf jeden Fall die mir wieder nachkaufen, hundertprozentig. So, und das nächste Produkt, was ich euch zeige, ist mein absoluter Top-Favorit im Januar, wie auch schon im Dezember gewesen. Denn ohne dieses Produkt hätte ich all die anderen Sachen, die ich euch gezeigt habe, gar nicht verwenden können und mir ins Gesicht klatschen können. Ich habe nämlich im Dezember wirklich stark trockene Haut gekriegt, gerade so auf den Wangenpartien, denn um die Nase herum auch viel vom Schnäuben, ist klar. Aber halt auch um das Kinn herum. Und es ist egal, welche Pflege ich benutzt habe, nichts hat geholfen. Auch Kinderkaufmannshaut und Creme, das war irgendwie alles nicht gut genug. Und dann habe ich mir eine gekauft von Lancôme. Die habe ich bei Douglas geholt. Das ist die Nutrix. Hier sind 75 Milliliter drin. Die hat natürlich einen stolzen Preis, obwohl ich sagen muss, ich glaube 35 Euro oder so hat die gekostet. Und die war sogar noch im Angebot für 29 oder so. Auf jeden Fall, die hat mir so meinen A gerettet. Das hört sich jetzt bescheuert an. Die ist sehr regenerierend und sehr, sehr fettig, also sehr reichhaltig. Das ist vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, weil so sehr fettige Cremen sind ja auch sehr schwer zu verreiben. Aber man braucht ganz wenig und das ist so, es fühlt sich so unglaublich befreiend an, wenn man auf all die trockenen Stellen diese Creme macht. Also ich mache das immer nur abends. Morgens habe ich das nie gemacht, weil dann hätte ich kein Make-up mehr benutzen können. Das ist keine Make-up-Unterlage, definitiv nicht. Aber abends richtig schön dick und fett ins Gesicht geschmiert. Und so nach ein paar Tagen, man hat richtig gemerkt, wie es zurückgeht. Also das ist eine Creme, die werde ich mir immer und immer wieder nachkaufen und gerade in dieser kalten, blöden Jahreszeit benutzen. Und deswegen Top-Favorit und absolut empfehlenswert. Mein letzter Favorit aus dem Januar ist ein Parfüm und zwar ist es das Dolce & Gabbana, die 3. Das ist ein Parfüm, was so komplett typisch für mich gemacht ist. Der ist mega blumig, mega frisch. Super leicht, also nicht aufdringlich, aber er hat einen ganz extrem starken Wiedererkennungswert. Also ich finde diesen Duft phänomenal, also wirklich, das ist so ein typischer Jule-Duft. Also falls ihr irgendwo so ein Douglas oder Schubak oder sonst was habt, so eine Parfümerie, geht mal hin und schnuppert, weil ich finde, das ist so, ja, der macht irgendwie so Sehnsucht nach Sommer und Urlaub und Meer, also ganz toll finde ich den. Der einzige Manko an diesem Parfüm ist, es hält leider nicht so lange, aber es ist ja auch nur ein Eau de Toilette. Es gibt es leider nicht als Eau de Parfum, was ich sehr schade finde, weil ich liebe diesen Duft und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich einsprüht und man nächsten Tag wieder den Schal umbindet oder so, man das Parfum immer noch riecht. Das ist bei dem leider nicht ganz so gegeben, aber es stört mich nicht. Ja, ich liebe diesen Duft, kann ich nur empfehlen. Schnuppert auf jeden Fall mal dran. Ja, meine Lieben, und das waren meine Januar-Favoriten. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und vielleicht war die eine oder andere Inspiration mit dabei. Ich wollte heute eigentlich schon ein paar andere Sachen mit reinnehmen, also so Lieblingsspiele, Lieblingsmusik, Lieblingsklamotten und so weiter und so fort. Habe aber gedacht, nee, ich frage euch lieber, weil ich würde das gerne in Zukunft, wenn ich die Monatsfavoriten mache, gerne mit einbauen. Aber wenn ihr kein Interesse habt, dann mache ich es natürlich nicht. Deswegen lasst es mich definitiv in den Kommentaren wissen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
Solo dann mit Lidschatten aufträgt oder... Die hatten Gummibärchen. Die hatten Gummibärchen, ich hab Hunger. Es ist ein Ort, das Pinsel wirklich so, das i-Tüpfelchen... Und ja, aber was soll's. So ist das halt manchmal.